Woraus besteht das Universum? Was wir beobachtet haben, ist, dass die Gesamtdichte an Materie und Energie im Universum nur etwa zu 4% aus der uns bekannten Materie aufgebaut wird. Also aus der Materie, aus der wir letztlich die Sterne und Planeten bestehen. Der Großteil an Energiedichte ist gebildet von sogenannter dunkler Energie. Die macht etwa 70% der Energiedichte des Universums aus. Und hier haben wir überhaupt gar keine Ahnung, um was es sich überhaupt handelt. Dann gibt es noch ein paar Prozent, die werden gebildet von Neutrinos oder irgendwelchen anderen Teilchen. Und dann haben wir schließlich etwa 25%, die gebildet werden von dieser sogenannten dunklen Materie. Und das ist natürlich die große Frage, was könnte diese dunkle Materie sein? Wie kommen wir da überhaupt drauf? Dafür gibt es zahlreiche Beobachtungen. Und eine solche Beobachtung ist zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Rotationskurven von Galaxien. Also wir haben hier die Geschwindigkeit von den Galaxien als Funktion von dem Abstand. Und wenn es keine dunkle Materie gäbe, dann wären die Rotationskurven so. Die Geschwindigkeit würde eben zum Abstand hin abfallen. Was man aber tatsächlich misst, ist etwa dieser Verlauf. Ja, diese Rotationskurve, die fällt einfach nicht ab. Das hier sind diese Messdaten. Und daraus kann man eben schließen, dass es noch andere Materie geben muss. Tatsächlich ist es sogar so, wenn man sich mal anschaut, die Gesamtdichte an Materie und Energie in unserem Universum, die sei hier jetzt symbolisiert, dann sieht man, dass nur etwa 4% hiervon unsere baryonische Materie ist, die uns vertraute Materie, aus der wir aufgebaut sind, Planeten und Sterne. Dann gibt es noch hier so ein paar Prozent, die werden aufgebaut aus Neutrinos. Aber der große Anteil letztendlich, etwa 70%, wird gebildet aus dunkler Energie. Und dann haben wir noch etwa 25%, die eben aufgebaut wird aus dieser mysteriösen dunklen Materie. Nun, für diesen Hauptanteil, diese dunkle Energie, haben wir überhaupt gar keine Erklärung, was das sein könnte. Wie sieht es jetzt mit der dunklen Materie aus? Im Standardmodell selber gibt es einen Kandidaten im Prinzip für dunkle Materie, nämlich die Neutrinos. Ja? Da hat man herausgefunden, dass die Masse der Neutrinos ungleich Null ist. Ist klein, aber ungleich Null. Allerdings, wenn man versucht, mit dieser kleinen Masse die dunkle Materie aufzubauen, dann findet man, dass man eben nur ein paar Prozent damit kriegen kann, aber keineswegs diese 25%. Auch würde das im Widerspruch zu den kosmologischen Strukturen im Universum stehen, wenn tatsächlich die Neutrinos für die dunkle Materie verantwortlich wären. Einen sehr guten Kandidaten liefern supersymmetrische Theorien, abgekürzt mit SUSY. In diesen supersymmetrischen Theorien gibt es das sogenannte leichteste supersymmetrische Teilchen, das nicht weiter zerfällt. Und meistens ist es dieses Teilchen das Neutralino, das leichteste Neutralino, hier bezeichnet mit diesem Symbol. Und dieses LSP, leichtestes Neutralino, könnte eben verantwortlich sein für diese dunkle Materie. Das heißt, die Neutrinos allein können diese dunkle Materie nicht bilden. Supersymmetrische Theorien aber haben einen sehr guten Kandidaten für diese dunkle Materie. Und zwar gibt es in supersymmetrischen Theorien ein Teilchen, das leichteste supersymmetrische Teilchen, das ist meistens das Neutralino. Das hätte die notwendigen Eigenschaften, um diese dunkle Materie zu bilden. Und eines der Hauptziele am Large Hadron Collider am CERN bei Genf ist es eben, Supersymmetrie nachzuweisen. Und wenn es tatsächlich gelingen sollte, dort supersymmetrische Teilchen zu finden, dann könnte man eben hergehen und die Eigenschaften dieser Teilchen ausmessen und dann schauen, ob diese Teilchen, dieses leichteste supersymmetrische Teilchen, tatsächlich für diese 25% dunkler Materie verantwortlich ist.